ihr Leben nicht wertschätzen. Die sperrt er ein. Und die können diese Falle, die er ihnen baut, nur überleben, indem sie entweder sich physischen oder stark psychischen Schaden zufügen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, eben, was ich da erwähnt habe, mit diesem, man, es muss erst was Schlimmes passieren oder man muss erst einer extrem schlimmen Situation ins Auge blicken, damit man erst selber auf die Idee kommt zu handeln. Weil man merkt es einfach bei diesen ganzen Opfern, die er da hat, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht Opfer im bösen Sinne gemeint, sondern es sind ja wirklich seine Opfer. Erst wenn du dem Tod ins Auge blickst, wächst du über deine, ich will nicht sagen Fähigkeiten hinaus, aber über deine Grenzen hinaus, was dein Handeln angeht. Und das merkst du da teilweise einfach. Klar, manche packen es nicht. Die sind dann einfach nicht in der Lage genug, was zu machen und die sterben dann halt eben auch. Aber manche, die sagen sich halt so, okay, ich könnte mir niemals im Leben, was weiß ich, den Arm abschneiden zum Beispiel. Aber wenn sie dann dem Tod ins Auge blicken, dann machen sie es, um zu überleben. Dann kommt der Überlebenswille raus. Und das ist eben das. Es muss erst was Schlimmes passieren, damit man handelt. Jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt hier, dass man sich jetzt nicht in der Corona-Zeit den Arm abschneiden muss, um zu überleben. Aber ich merke es einfach, zum Beispiel jetzt mal, wenn man mal Japan hernimmt. In Japan ist es ja schon Ewigkeiten lang, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist oder ob es einfach ein nur Gebot zum Guten. Dort. Genau. Und ich habe sogar mal gelesen, dass man das aus Respekt macht, auf genau, den Straßen sowas zu tragen. Dass man einfach auf der Straße Masken trägt, wenn man krank ist. Ja, in Japan ist das was völlig Normales. Und jetzt in so einer Gesellschaft wie bei uns hat keiner bis jetzt an sowas gedacht. Also ich wüsste nicht, gut, Vogelgrippe und Schweinegrippe, das da habe ich das war damals gar nichts. Da war, also ich habe ein paar gesehen, die da mit Maske rumgelaufen sind, aber die haben das dann von sich aus gemacht. Es wurde ja, das nicht war, verpflichtend. Das war keine Pflicht, genau. Und da muss ich echt sagen, das ist echt eine krasse Veränderung. Früher hätte da keiner dran gedacht und ja, da könnte ich mich auch wieder auskotzen auch über diese ganze Geschichte mit der Maskenpflicht, weil ich muss sagen, ich war jetzt keiner, der die Maskenpflicht verweigert hat, aber ich bin ehrlich, ich sehe die auch nicht so extrem ernst und panikmachend, wie sie versucht wird durchzusetzen. Also ich bin ehrlich, wenn ich aus der Bahn aussteige und bin noch am Bahnsteig, wo noch Maskenpflicht eigentlich herrscht, aber es ist nicht viel los, dann ziehe ich das Ding ab, weil ich einfach frische Luft brauche und irgendwann, gerade mit diesen FFP2-Masken, irgendwann kriegst du durch diese Dinger einfach so schlecht und vor allen Dingen so eine eklige Luft, dass das dann gefühlt teilweise schlimmer ist, als jetzt mal kurz die Maske hochzuheben und mal richtig durchatmen zu können. Und da muss ich sagen, als die Maskenpflicht noch frisch eingeführt wurde, wo es dann einfach nur hieß, ja, irgendwas, was Mund und Nase bedeckt, ist verpflichtend. Obwohl man schon vor der Maskenpflicht wusste, dass diese einfachen, selbstgenähten Stoffmasken oder ein Schal oder so eine Sturmhaube, die man sich übers Gesicht zieht, dass die gar nicht schützen. Das wusste man vor der Maskenpflicht. Und dann hieß es in der Maskenpflicht, ja, auf gut Deutsch, scheißegal, was ihr nehmt, Hauptsache Mund und Nase ist bedeckt. Und das fand ich halt echt schon so ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Also ich da fand ich tatsächlich sogar eine Frechheit. Ja, man weiß, es ist bewusst, dass das nicht schützt, aber einfach nur, damit es einen guten Eindruck macht. Ein gutes Bild nach außen, so rum, genau. Und erst seit, das ist ja noch nicht lange so, erst seitdem wirklich eingeführt wurde, dass medizinische Masken oder diese FFP2-Masken verpflichtend sind, was ja wirklich Sinn ergibt, weil die, klar, die schützen dich auch nicht hundertprozentig, aber die schützen definitiv besser als irgendwie so ein, keine Ahnung, Tante Ernas gebrauchter Schlüpper oder sowas. Ja, also das hat mich ja damals, wo das hier 27. April war, das 2020, ja, Maskenpflicht im ÖPNV und ich sag so, wie bitte? So, wo kriege ich jetzt diese Masken her, dachte ich mir als erstes, weil ich ja da noch gearbeitet habe und ich denke mir so, yo, gibt's sie überhaupt zu kaufen, diese Masken so? Und dann sehe ich auf einmal Leute mit einem Schal und ich dachte mir, ey, bist ganz schön kriminell unterwegs hier mit deinem Schal, bis ich dann gemerkt habe, dass das auch erlaubt ist, weil es nur darum geht, deinen Mund und deine Nase zu bedecken. Da dachte ich mir, warte, das kann doch hinten und vorne nicht stimmen. Ja, und ich fand das einfach lächerlich in der Art. Also ich habe das auch offen und ehrlich gesagt, ich habe mich zwar dran gehalten, ja, aber ich habe es offen und ehrlich gesagt, die Maskenpflicht, wie sie damals, so blöd wie es klingt,
oder zu Anfang, so klingt es besser, wie sie zu Anfang existiert hat, fand ich einfach nur lächerlich. Jetzt, muss ich sagen, bin ich sogar Befürworter, weil jetzt macht es Sinn mit diesen verpflichtenden medizinischen Masken, die halt wirklich mehr Schutz bieten als ein Schal oder sowas. Da ist es auch vollkommen okay, gerade in der Bahn, wo sich viele Menschen tummeln. Da muss ich jetzt aber wieder kurz eingrätschen, was Einkaufsläden betrifft, um Gottes Willen, mit dieser Einkaufswagenpflicht. Jetzt haben wir doch schon eine Maske auf, um uns zu schützen. Warum musst du dann noch, wegen zum Beispiel, du willst jetzt einfach, hast Mittagspause, möchtest in den Laden gehen und dir einfach nur, was weiß ich, irgendwie ein kaltes Getränk und ein Brötchen oder sowas kaufen. Dafür musst du einen Einkaufswagen nehmen. Und was macht dann jetzt Oma Erna, die halt wirklich auf einen Einkaufswagen angewiesen ist, weil sie A, einen Großeinkauf macht und B, einfach was braucht, um sich abzustützen. Jetzt hast du den Einkauf. Die wartet draußen dann, Alter, bis der nächste Wagen frei wird. Ja, und vor allen Dingen, es gab ja dafür nicht mehr Einkaufswagen. Und vor allen Dingen, wenn dann jeder Einzelne einen Einkaufswagen braucht, dann waren die halt irgendwann auch weg. Habe ich selbst erlebt. Gut, bei mir immer im Dorfsupermarkt, sage ich jetzt mal, ist die Einkaufswagenverfügbarkeit eh nicht so hoch wie jetzt im Kaufland, im Stadtzentrum oder sowas. Aber so das Generelle, das ist halt auch wieder, weißt du, jetzt ist doch schon eine Pflicht, vorhanden, die dich so gesehen zwingt, dich und andere zu schützen, eben durch diese Maske. Warum brauchst du dann noch diesen zusätzlichen Einkaufswagen? Du hast doch schon einen Schutz. Klar, natürlich, wenn du Abstand hältst, ist noch mal mehr Schutz da. Aber eben, so wie ich schon angesprochen habe. Ich denke, es liegt im gesunden Menschenverstand, dass du dann automatisch nicht diese Menschen umarmst oder abknutschst oder sowas. Also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, noch nie jemandem so nahe gekommen, also jemand Fremdes, muss ich jetzt so sagen. Ich bin noch nie jemand Fremdes so nahe gekommen, dass ich sagen muss, oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht mit Krankheiten anstecke. Eben. Also ich habe generell sowieso, weil ich hasse Menschen, weil deswegen sage ich halt generell mindestens einen Meter Abstand, weil ich einfach Menschen nicht mag, so, vor allem nicht Fremde. Da denke ich mir, ich muss ja dem auch nicht irgendwie so nahe stehen, dass ich seinen Arsch küssen kann. Ja. Und es ist halt dann schon ziemlich frustrierend, wenn du dann auch mitkriegst, dass sowas in der Politik entschieden wird und sogar noch durchgeht. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt zwar kein kein Politikfreak, aber auch keiner, der sagt, Politik ist generell scheiße. Aber da schäme ich mich auch nicht, das zu sagen, und ich habe auch keine Angst, das zu sagen. Zu Corona-Zeiten merkt man einfach, wie stark unsere Politik versagt hat. Ja, das wird merkst dir so du einfach. Vorher wurde dir das gar nicht wirklich klar, sowas. Ja. Und das ist dann halt auch. Ich weiß nicht, das ist ein schwieriges Thema und du wirst nie Leute finden, oder du wirst es nie schaffen, alle Leute unter ein Dach zu kriegen, dass alle sagen, jo, finden wir super. Das geht einfach nicht. Da bräuchtest du entweder eine Diktatur, was eigentlich auch scheiße ist, oder du bräuchtest, dass jeder sozusagen sein eigenes Volk hat und jeder soll dahin gehen, wo es ihm gefällt. So. Ja. Eigentlich bräuchte dann jede Partei sein eigenes Land. Nur dann würden die sich wahrscheinlich gegenseitig zubomben und was weiß ich, aber ist ja dann auch keine Lösung. Also du kannst nie jemandem recht machen, das ist ganz klar. Ja, und vor allen Dingen, es gab auch meiner Meinung nach einfach mangelnde Informationslage. Gerade da, wo es mit diesen krassen Ausgangssperren losging, ab 20 Uhr oder je nach Landkreis 22 Uhr, habe ich jetzt einfach gedacht, okay, gut, jetzt ist eine generelle Ausgangssperre, aber dann war wieder so ein bisschen im Gespräch so, okay, erst ab einem Inzidenzwert von so und so viel, aber wo gilt der jetzt und gilt der in diesem Landkreis, ist da der Inzidenzwert niedriger, höher? Das war, also ich habe da wirklich gefühlt, so wie im übertriebenen Sinne, mal so eine halbe Stunde rumgoogeln müssen, um jetzt zu wissen, okay, darf ich jetzt noch um diese Uhrzeit einkaufen gehen, weil ich es anders nicht hinkriege, weil ich berufstätig bin, oder darf ich es nicht? Und das ist einfach auch was, wo ich mir denke, wenn, dann macht man es im gesamten Deutschland gleich. So, von mir aus 22 bis 6 Uhr. Aber nicht in NRW so, in Baden-Württemberg machen wir es so, aber in Baden-Württemberg dann auch nur in diesem Landkreis so und in dem anderen ist wieder eine andere Sache. Also das war echt bescheuert. Ja, ich
Aber ich sehe da auch dann keinen Grund darin, das auf den Inzidenzwert zu schieben, dass man sagt, ja, aber hier ist der Inzidenzwert so groß, da muss man sowas machen. Man macht es überall so und dann geht der Fortschritt auch besser voran von der Bekämpfung. Da brauche ich Ja. keine, also das mit diesem Ausgangssperre ab 20 Uhr wurde ja nur aus dem Grund gemacht, dass man Menschenansammlungen verhindert, die sich halt abends treffen, was weiß ich, auf ein Bierchen oder so oder auf 10 Flaschen Wodka. Und Oberreuth bist du's? ja. Und ich sehe halt darin keinen Sinn, Leute zu bestrafen mit so extrem hohen Geldstrafen, die nicht aus dem Grund draußen sind. Wenn du alleine draußen bist und du bist in keiner Nähe von jemand anderem, gefährdest du niemanden. Das ist eins und eins zusammengezählt. Und da brauche ich auch nicht rumdiskutieren. Wenn ich jetzt um 0 Uhr noch rausgehe und laufe einmal um den Block und mir läuft kein Mensch über den Weg, von mir aus auch noch mit Maske, mir egal, dann bin ich für niemanden eine Gefährdung. Und dann ist das Bußgeld, was ich dann zahlen muss, und ich glaube 240 € waren das, war auf keinen Fall gerechtfertigt. Und Nee, dann, das ist dann definitiv Abzocke. und das ist dann einfach nur eine neue Einnahmequelle, um an Geld zu kommen. Mehr ist es nicht. Wer das Geld bekommt, ist ja auch total Wurst, aber es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und was ich halt auch so ein bisschen, das war halt wieder so, da hat mich halt so mein eigener Seelenfrieden einfach nicht in Ruhe gelassen, und zwar folgendes. Ich habe in der ganzen Corona-Zeit habe ich halt ein Mädchen kennengelernt. Und irgendwann kam halt auch so die Sache, ja, lass mal treffen. Ist natürlich scheiße in Corona-Zeit, weil alles zu hatte. Da haben wir dann halt eben unser Treffen einfach auf außerhalb verlebt und sind dann halt rumgelaufen, so ein bisschen spazieren, dies, das. Und dann war halt so die Sache, okay, jetzt ist es schon dunkel und so. Und ich bin halt einfach noch nach Gentleman-like erzogen worden, dass es sich einfach so gehört. Bei Dunkelheit begleitet man die Dame einfach nach Hause und lässt sie nicht alleine nach Hause gehen. Jetzt mal egal, ob das Viertel oder die Stadt, wo sie wohnt, bekannt ist für Kriminalität in der Dunkelheit im übertriebenen Sinne oder nicht. Das spielt jetzt mal keine Rolle. Das gehört sich einfach so. Und das wollte ich dann halt auch einfach machen und habe mir dann gedacht, okay, was passiert jetzt, wenn ich sie nach Hause bringe und da erwischt uns einer so nach dem Motto, was macht ihr jetzt noch um diese Uhrzeit draußen? Da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, da scheiße ich dann echt mal auf die Gesetze, weil ich kann das mit mir selber nicht vereinbaren, wenn ich jetzt sage, okay, es ist gesetzlich verboten, sie nach Hause zu begleiten um die und die Uhrzeit. Beziehungsweise wir wären ja sogar rechtzeitig nach Hause gegangen, aber ich müsste ja dann quasi erstmal wieder von ihrem Zuhause nach mir nach Hause, zu mir nach Hause, und dann wäre ja diese Ausgangssperrenzeit schon überschritten. Also dann wäre es ja nach 22 Uhr gewesen oder sowas. Und da konnte ich dann einfach mit mir selber nicht vereinbaren, dass ich jetzt sage, okay, es ist Gesetz, dass ich sie jetzt einfach gehen lasse und dafür sorge, dass ich rechtzeitig zu Hause bin und riskiere dann, dass ihr noch irgendwie was passiert. Das konnte ich mit mir selber einfach nicht vereinbaren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich scheiß da mal aufs Gesetz und mach das, Bist was du mir mein Bauchgefühl kriminell? sagt. Nee, und mach einfach das, was mein Bauchgefühl sagt. Es ist zwar nichts passiert, ich bin noch nie von der Polizei deswegen angehalten worden oder angesprochen worden, aber wie gesagt, da habe ich dann mir gedacht, okay, das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren und das mache ich dann auch nicht. Sag ich Und dir ganz ehrlich, hätte ich genauso gemacht. Also. das wusste sie auch zu schätzen, das kommt ja auch noch dazu. Es gibt ja genügend Personen, die, egal was du machst, und es ist auch egal, ob Mann oder Frau, die einfach Sachen, die du für diese Leute machst, nicht zu schätzen wissen. Da bin ich ehrlich, wenn ich merke, jemand weiß das, was ich, jemand bringt zum Ausdruck, dass das, was ich für ihn mache, dass er das nicht zu schätzen weiß, dann mache ich es auch nicht mehr. Aber das habe ich bei ihr gemerkt, sie weiß es zu schätzen. Dann war das auch kein Thema für mich. Und dann war mir das in dem Moment, wie gesagt, mit diesem Gesetzesthema und Ausgangssperre, war mir das egal. Gab es da nicht irgendwie auch eine Ausnahme, dass wenn du irgendwie deinen Partner besuchst oder sowas, also jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt dein Partner ist oder nicht, ist ja jetzt komplett egal, weil das kannst du ja eh nicht nachweisen, da gibt es ja keine Dokumente, dass man jetzt offiziell zusammen ist oder nicht. Aber Nö. ist das nicht irgendwie so, dass du deinen Partner besuchen darfst nach 20 Uhr oder sowas? Ich habe keine Ahnung, also Ich meine, ja, das kam, glaube ich. das sind auch wieder so Sachen, da blickt kein Mensch durch, weil das
Auf jeder Quelle, wo du es nachguckst, steht's anders. Oder es steht irgendwie so blöd geschrieben, formuliert, dass du es überhaupt nicht raffst.